So sollen morgen im ganzen EU-Raum die Ostereier aussehen. Wer hat's angeordnet? Brüssel, wer denn auch sonst? Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder morgen erschrecken, traurig sind, die schönen bunten Ostereier gibt's nicht mehr. Aber ich glaube nicht nur Kinder, denn das ist ja wirklich ein erschreckendes Bild. Wisst ihr eigentlich, wie die Ostereier der Damen und Herren, die in Brüssel sitzen, aussehen? Die sind natürlich aus purem Gold. Tja, irgendetwas müssen sie doch tun mit dem Geld, das sie uns wegnehmen, oder? In diesem Sinne, frohe Ostern!